Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch im Diebesnest. Die letzte Folge haben wir mit Schleicht leise gemacht und heute werde ich mit Gwen weitermachen. Wenn ich denn jetzt genau weiß, wo ihre Botschaft war. Ich meine, das wäre. War das die hier? Nachricht von Gwen, genau. Gameplayerin, ich habe das Hauptbuch meines Vaters entschlüsselt. Kommt in mein Dachversteck, wenn ihr etwas Zeit erübrigen könnt. Gwen. PS, ich weiß, da ist ein weiterer Senffleck. Spart euch euren Spott. Ich sollte Gwen in ihren Dachversteck treffen. Ja, das machen wir dann auch direkt mal. Da ist übrigens noch die Dame der Zisterne. Schleicht leises Theorie. Okay, könnt ihr euch gerne durchlesen, hat aber jetzt nichts mit der Sache mit Gwen zu tun. So, die Frage ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, wie weit entfernt ist das denn? Moment, Dachversteck? Obwohl, das könnte eventuell tatsächlich hier in der Nähe sein. Ah, jetzt ist schon wieder alles dunkel. Das ist immer so blöd. Mal schauen. Moment, wir können hier rum. Und irgendwo links von uns müsste das Dachversteck gleich kommen. Wo wir jetzt so aber nicht direkt hoch können. Ach so, das ist hier die. Ich dachte gerade schon. So, war das jetzt hier? Ne, hier ist die Tür. Laufen wir einmal komplett hier hoch. Ah ja, genau, da ist es. Meine ich zumindest. Das ist hier mit den Brettern. Ne, jetzt bin ich da drüber gelaufen, hä? Leute, ich will doch nur zum Dachversteck. Hilfe! War das eins unter mir eventuell? Das könnte nämlich sein. Ne, Gwen höher. Ach, da oben ist sie. Ach so, ich dachte tiefer runter. Kommen wir denn hier noch eins höher? Hier ist der Aufstieg gewesen. Ah. Lass mich raten. Das war jetzt auch direkt vom Diebesnest aus. So. Gwen. Gut, ihr seid hier. Das alte Buch, das wir im Sulima Herrenhaus gefunden haben, war der Schlüssel zum Code meines Vaters. Sein Hauptbuch verriet mir Richtungsangaben zu seinem größten Schatz. Das wird ihn nicht zurückbringen. Aber wenn wir den Schatz finden, hält mich Abars Landung nicht länger in seinem Griff. Ihr habt vor, von hier fortzugehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe meine Zeit bei der Diebesgilde genossen. Ich mochte sogar Velsa. Und Fürstin Sulima ist die Stiefmutter, die ich nie hatte. Ohne ihre Hilfe hätte ich den Code nie enträtselt. Was meint ihr? Wir haben das Hauptbuch gemeinsam entschlüsselt. Ich nannte eine Zahl und dann suchte sie den Buchstaben dazu im Buch. Das war lustig. Sie ist so einsam, eingesperrt in ihrem Herrenhaus. Sie hat nur die Söldner als Gesellschaft. Nun gut, finden wir heraus, wo der Schatz ist. Ich weiß genau, wo er ist. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Wir stecken zusammen in dieser Sache, seitdem dieser ganze Wahnsinn begann. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Erbe zurückzuerlangen, ohne euch dabei an meiner Seite zu haben. Ich treffe euch dort, sobald ihr bereit seid, Partnerin. Aber natürlich. Ich schau mal eben. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es gar nicht hier ist. Dann gucke ich mal, wie ich jetzt hier rauskomme, ohne dass ich direkt sterbe beim Runterspringen. So. Da müssen wir nämlich gleich den Rest porten. Was wollt Das ihr? ist eine Dachterrasse, da wollen wir nicht hin. Hoppala. Aber hier unten können wir wieder reiten, oder? Und ist wieder ein bisschen mehr Platz. Sehr schön. Es irritiert nur, dass die Leute, die eigentlich drinnen stehen, plötzlich hier draußen stehen und mich anquatschen wollen. So, in der Nähe von dem Wegschrein soll der Schatz zu finden sein.
Ach, da oben ist ein Lager. Das Lager war es nicht. Okay. Habe ich mich jetzt erschrocken? Tiefer. Jetzt ist es doch tiefer. Ah. Wartet. Habt ihr das gehört? Ich nehme erstmal einen Schatz. Ich kenne sie aus dem Solima Herrenhaus. Warum graben sie? Sie suchen den Schatz? Stellt Fürstin Sulimas Söldner. Also mit Stellen nehme ich mal an, wir müssen die umbringen, ja? Ich brauche Heilung! Das waren die Söldner von Fürstin Sulima. Was haben sie hier gemacht? Gegraben? Ihr solltet doch nicht hier sein. Fürstin Sulima? Da oben. Wartet, kommt zurück! Okay, ich dachte gerade, sie läuft da oben, aber ist in Ordnung. Bitte, ich wollte doch nie jemanden wehtun. Die Söldner, die mein Heim beschützen, sie haben mein Gespräch mit Quen über den Schatz belauscht. Ich habe ihnen einen Anteil versprochen und den Rest wollte ich Quen geben. Ihr müsst mir glauben. Warum habt ihr das getan? Es war die einzige Möglichkeit, um für ihr Gehalt zu sorgen. Das Eisenrad hat noch nie einen Fuß in mein Haus gesetzt, doch alles von Wert wurde darauf verwendet, sie in Schach zu halten. Von meinem Vermögen ist nichts mehr übrig. Das klingt wie eine Ausrede. Es ist keine Ausrede. Ich habe zu mir selbst gesagt, Saroldo würde wollen, dass du einen kleinen Teil seines Schatzes hast. Doch er hatte mir schon Jahre seines Lebens geschenkt, die er Quen nicht bieten konnte. Ich war töricht. Bitte, verzeiht mir. Ihr wart verzweifelt. Ihr habt einen Fehler gemacht. Aber nur Quen kann euch vergeben. Das Leben mit der Angst. Man lügt, man stiehlt, man sorgt sich, ob die, die man liebt, akzeptieren können, wozu man geworden ist. Natürlich vergebe ich euch, Fürstin Sulima. Oh, mein liebes Kind. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Ruhig jetzt. Ich bringe euch an einen sicheren Ort. Dort lebe ich. Und dort werdet auch ihr leben. Mein Vater starb, um Fürstin Sulima vor dem Eisenrad zu schützen. Wenn das sein letzter Wunsch war, dann sollte ich ihn respektieren. Wo wird sie bleiben? Ich gebe ihr meinen Platz im Stockbett. Ehrlich gesagt sind mir Hängematten lieber. Fürstin Sulima wird nicht den Luxus ihres Herrenhauses haben, aber sie wird im Nest sicher sein. So wie mein Vater es gewollt hätte. Ich bin froh, dass ihr an dieser Sache beteiligt wart. Die Entscheidung war nicht leicht, aber ich glaube, wir haben die richtige getroffen. Vergesst euer Erbe nicht. Was glaubt ihr, ist es? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich die Schatulle in meinem Dachversteck öffnen. Irgendwo, wo es nett und bequem ist. Ihr könnt gerne vorbeikommen und es euch selbst ansehen. Kann ich oder muss ich? Okay, sie sagt nichts mehr. Das können wir lernen und das öffnen wir einmal. Wir haben einmal einen Schulterschutz von Baharas Fluch erhalten. Den werden wir auch direkt mal binden. Zack. Ja, da das Ganze jetzt nicht allzu lange gedauert hat, würde ich sagen, reise ich mal ganz schnell wieder zum Diebesnest zurück und besorge mir noch eben die Quest von Velva. So, jetzt muss ich nur noch die Quest finden. Brett für Aufträge. Moment. Nachricht von Velsa. Höher. Wieso höher? Achso, weil das jetzt hier ist. Boah. Nachricht von Velsa. Gameplayerin, was ihr vom Eisenrad geborgen habt, wird sich als sehr lukrativ für uns erweisen. Lasst uns über Beutezüge sprechen. Trefft mich vor dem Nest, sobald ihr bereit seid. Velsa. Ich sollte mit Velsa über Beutezüge sprechen. Ja, was heißt denn... Oh, hier ist schon wieder was. Die Dame der Zisterne. Diesmal von dem anderen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Was heißt denn vor dem Diebesnest? Also wieder hinten am Hintereingang, so wie es aussieht. Mal schauen. Warum die jetzt dahin will, weiß ich allerdings nicht. Weil die Beutezüge sind ja hier drin. So.
Welser. Da hinten. Ihr wart sehr geschäftig. Habt ihr erkannt, dass ihr der Diebesgilde eine gewinnträchtige Gelegenheit verschafft habt? Wahrscheinlich nicht. Das ist schon in Ordnung so. Ich werde nicht einmal behaupten, ihr wärt besonders begriffsstutzig. So gewinnträchtig war diese Gelegenheit. Ihr werdet da schon etwas genauer sein müssen. Das Hauptbuch von Silberkralle? Das Erpressungsmaterial, das ihr aus der Zitadelle von Noshira gestohlen habt? Das ist unser Entwurf zum Durchziehen von Beutezügen, so wie die früher. Wir können unsere Rivalen da erwischen, wo es ihnen richtig wehtut. Wir erbeuten einfach ihre Beute. Die nutzen wir dann für unseren Wiederaufbau. Das klingt wirklich lohnenswert. In dem Erpressungsmaterial ist mir der Name Fahrender aufgefallen. Er ist ein Krallenstutzer. Ein Dieb, der andere Diebe ausraubt. Wer hätte das gedacht? Er hat sich als unser Beutezugmeister gemeldet. Macht euch jetzt bloß nicht zu viel Mühe. Mit wem solltet ihr wohl als nächstes sprechen? Ich werde mich mit Fahrender treffen. So, wenn der das ist, dann müssen wir jetzt wieder zurück zur Diebesgilde, ins Diebesnest, so das wollte ich eigentlich gesagt haben. Und da quasi ans Brett gehen. Aber das müssen wir nicht, weil der ist hier draußen. Wieso ist der hier draußen? Jetzt bin ich verwirrt. Und noch verwirrter bin ich, um da hinzukommen. Oh, ich merke mir diese Wege hier nie, ehrlich. Das ist... Oh. Aber ernsthaft, wieso ist das hier? Muss ich hier hoch? Hallöchen! Ah, Welser hat mir erzählt, ihr wärt diejenige, die Farendar von Koschketten befreit hat. Das stimmt. Das Junge ist erfahrener, als es zugibt. Aber Farendars Augen sind schärfer als seine Krallen. Seine Zunge auch, was Welser angeht. Ich habe ihre Worte vermisst. Beides steht nun im Dienste der Gilde. Also werden sie nun auch euch dienen. Welser meinte, ihr könntet mir helfen, ein paar große Dinger zu drehen. Gute Tipps sind nur einer der Dienste, die ich anbiete, Chef. Betrachtet Fahrender als euren Beobachter, Fremdenführer und Träger. Ihr erledigt den Diebstahl, ich erledige den Rest. Erzählt mir mal etwas über diese Tipps. Fahrenders Vögelchen hängen dort Sachen auf, die für die Gilde von Interesse sind. Wenn euch etwas ins Auge fällt, dann meldet euch und wir planen den Beutezug. Das läuft über mich oder es läuft gar nicht. Wir wollen ja nicht, dass sich die Mitglieder gegenseitig auf die Füße treten oder ihren Anteil nicht abgeben. Und was meintet ihr mit Fremdenführer? Der Reichtum in Abbas Landung kommt und geht wie Ebbe und Flut. Was angespült wird, bleibt nicht lange liegen, sondern wird wie Treibgut von jenen aufgelesen, die zufällig vorüberziehen. Es gibt viele versteckte Ecken, an denen derlei Dinge verborgen sind. Fahrendar kennt sie alle. Ihr hattet erwähnt, ihr wärt mein Träger. Das klingt fast wie ein Hausdiener. Oh, vielleicht bin ich das. Ein sehr leiser Hausdiener, der dafür sorgt, dass immer alles seinen richtigen Bestimmungsort findet. Die Beute gelangt von den flinken Fingern des Diebes in die sanfte Umarmung des Käufers. Und das Gold hüpft aus den Taschen des glücklichen Käufers in die Hände des wartenden Diebes. Ich bin bereit für meinen ersten Beutezug. Dann wollen wir mal sehen, was mir meine Elstern zurück ins Nest gebracht haben. Ich erwarte euch am Brett mit den Aufträgen in der Gildenhalle. Wir sehen uns dort. So, dann werden wir jetzt wieder zurücklaufen. Ich habe aber keine Lust, wieder diesen Weg zu laufen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Entsprechend gehe ich da jetzt von vorne rein. Das ist für mich schneller und einfacher. Hat übrigens eine ganze Weile gedauert, beim ersten Mal, wo ich hier gewesen bin, herauszufinden, dass ich hier überhaupt rum kann. Ich bin nämlich anfangs immer... hinten durch diesen komischen Eingang da gelaufen.
dann machen wir noch den ersten Beutezug. Bald bringen wir euch bei, wie ihr erkennt, ob euch was am Schwanz hängt und wie ihr es abschüttelt. Und ich beziehe mich hier nicht auf Tänze der Khajiit, auch wenn man mich schon häufiger für meine flotte Sohle gelobt hat. Bei einem Beutezug muss man genau auf seine Umgebung achten. Dabei gibt es oft nicht viel Platz für Fehler. Deswegen habe ich auch öfter mal Kopfgeld da drin. Ich werde das im Kopf behalten. Kann ich jetzt anfangen? Natürlich, Chef. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Einsatz zu sehen. Bringt mir einen Aushang. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. Einen Aushang. Das heißt, wir müssen dann hier nochmal hingehen, Brett für Beutezüge, und lesen einfach ja, die täglichen Aufgaben sozusagen. Die Diebesgilde nutzt dieses Brett, um Hinweise auf potenzielle Beutezüge aufzulisten. Dass sich derlei Geschäfte rasch wandeln können, erkennt man daran, wie abgenutzt die Tafel ist. Heutige Anzeigen anschauen. Eine Sonderbestellung für einen Vorrat an dädrischen Götzen ist gerade hereingekommen. Sie werden in den todkohlen Hallen aufbewahrt und die Zeit drängt. Unsere Käufer stehen mit dem Geld bereit, aber wenn der Auftrag nicht schnell und leise durchgeführt wird, sind sie weg. So, das dann immer nehmen, beziehungsweise dann mit ihm immer sprechen danach. Hat ein neuer Tipp euer Interesse geweckt? Ich kenne den richtigen Ort. Ihr braucht es nur zu sagen und wir können heute alle ein bisschen reicher werden. Todkohlenhallen klingt etwas unheilverheißend. Was könnt ihr mir noch sagen, bevor ich aufbreche? Ein alter, überwucherter Dädra-Schrein, den all jene besuchen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen. Man muss sich um nichts Gedanken machen, außer um diejenigen, die sich dort eingenistet haben, glaube ich zumindest. Beruhigend. Na gut, dann gehen wir doch mal dorthin. So, er bleibt dann immer hier vorne. Ich muss mal die Lage ein bisschen umstellen. Hier kann man noch so durchlaufen. Und danach ist dann sozusagen der gesicherte Bereich. Man muss im Zeitrahmen bleiben, in diesem Fall 8 Minuten, um eine sehr gute Belohnung zu kriegen. Sowohl finanziell als auch... die dürfen einen nicht sehen. Oh. Ja, natürlich kommt der jetzt hier rum. Sucht nach dädrischen Schätzen. Also ich muss 3 dädrische Schätze finden. Einer ist natürlich genau da vorne. Und ich habe noch keine... Ich muss die auch noch knacken. Das ist nicht gut. Komm schon. Komm. Dadurch haben wir jetzt weniger Zeit. Ich bin mir jetzt... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt genommen habe. Doch, 1 von 3. Warum musste man das jetzt auch? Also es wäre ganz gut, wenn man Lug und Trug gelevelt hat, wenn man hier reinkommt. Oh, jetzt geh doch mal woanders hin. Komm, mir rennt die Zeit davon. Das ist immer total nervig. Da muss man nämlich sehr lange teilweise warten, um halt sicher, ne, wieder wegzukommen. Was dann allerdings auch heißt, dass man entsprechend unheimlich viel Zeit verplempert, während man wartet. So. Wir müssen jetzt hier rum. Oh, der macht mich mal ausnahmsweise nicht kaputt. Sehr schön. Das ist kein gutes Zeichen. Mach es doch einfach, Mann. Das ist kein gutes Zeichen, dass man sich hier verstecken kann. Wusste ich's doch. Aber wenn vorne und hinten sowas ist, heißt das normalerweise, dass der jetzt hier an mir vorbeigeht, nehme ich mal an. Immerhin etwas. So, 2 brauche ich nämlich noch. Hier ist noch einer drin. Ah, da muss ich da hoch.
Ah, das ist so blöd. Der wird mich auf jeden Fall sehen da hinten. Weil der sich nicht bewegt. Na, jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich komme nicht mehr hin. Oh, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Bleib bitte da oben stehen. Willst du mich denn verarschen? Oh, je, 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 okay. Wenn der jetzt endlich mal gehen würde, dann käme ich auch da oben noch hin. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, bis wo das geht. Ah. So, also die Zeit ist eh gleich schon abgelaufen. Das ist halt das, was wirklich tierisch nervig ist, die Sache mit der Zeit. Und man soll eigentlich nicht entdeckt werden. Im Zeitrahmen soll man deswegen übrigens bleiben, damit man eine bessere Belohnung bekommt. Also sprich, ja, mehr Geld, meine ich, hat man letztendlich bekommen. Ich habe selten geschafft, weil die immer so blöd gelaufen sind natürlich, dass ich das dann nicht geschafft habe vom Zeitlichen her. Der läuft nicht ganz bis unten durch. Oh, Leute, 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 das ist doch nicht euer Ernst. Leute, 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 macht den weg, macht den weg. Ich komme da so nicht dran vorbei. Hey. Da hinten ist... Oh, 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 oh. Ja, natürlich. Ach, warum sollte auch mal was funktionieren in diesem Saftladen? Bleib du schön da hinten. Jetzt beweg dich. Mann, ich muss das doch auch noch aufschließen. Ja, genau jetzt, genau jetzt, genau. Natürlich. Die hat mich aber nicht gesehen, glaube ich, oder? Weil das noch in der Bewegung wahrscheinlich war mit dem Öffnen, nehme ich mal an. Die kommt jetzt sofort wieder zurück, oder? Natürlich! Warum sollte die auch irgendwo sein, wo ich mich verstecken könnte? Das Problem ist... Ja, es geht auch komplett bis hinten durch. Okay, die geht aber da anscheinend nicht weiter. Nein, ich wollte die Waffe weg. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Hier muss es aber theoretisch irgendetwas geben, wo ich rein kann, weil sonst komme ich an der ja gar nicht vorbei. Ernsthaft? Oder reicht das, wenn ich hier hin... Eigentlich müsste es reichen, wenn ich hier hinterstehe, weil die mich dann entdeckt, aber nicht sieht, hoffe ich.
Ja. Okay. Da ist wieder einer. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt muss ich dazu sagen, normalerweise, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommt da ein Dedrot durch. Das haben wir jetzt hier gerade nicht. Es kann aber auch sein, dass es bei der Bruderschaft war. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich meine, es wäre bei der Diebesgilde auch gewesen. Nee, das war, glaube ich, wirklich bei der Bruderschaft nur, dass der Dedrot drin ist. Oh, ja. Oh, willst du mich denn? Wollt mich doch alle verarschen. Aber die geht nicht ganz. Oh, das ist wieder so ein minimales Zeitfenster. Ja, ist ja gut. So ein minimales Zeitfenster hier. Oh, 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 das geht aber sehr weit hier. Ah, nee, die kommt sogar hier rein. Wieso kommt die hier rein? Alter! Tut mir das doch nicht an! Hi! Ich hock hier im Wasser und warte, bis du weg bist. Das ist so wenig Zeit. Lauf, 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 lauf. Geh weg da hinten. Dankeschön. Manchmal reagieren die auch, wenn man was sagt. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. Du solltest da nicht rein, ich wollte die Sachen nehmen. Aber dankeschön. Oh. Oh, doch, hier kommt doch ein Dedrot. Hier kommt doch ein Dedrot. Oha, oha, oha. Jetzt kommen die auch noch beide gleichzeitig. Das ist nicht gut. Aber das ist zumindest mal schön zum Zeigen. So, der Dedrot hat 271.000. Er wäre also tötbar. Es würde länger dauern, aber er wäre tötbar. Die anderen... Ach nee, die anderen sind auch tötbar, sehe ich gerade. Dann ist gut. Lauf, 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 lauf. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Oh mein Gott. Man hat uns nicht gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben es abgeschlossen. Ohne Kopfgeld. Na, ist richtig. Ohne Kopfgeld. Sehr schön. Hey, nicht jeder Auftrag läuft nach Plan. Aber das heißt nicht, dass wir mit eingekniffenem Schwanz davonlaufen müssen. Wenn ihr die Ware habt, spürt Farin da schon früh genug den nächsten Käufer auf. Hallo? Es lief nur zeitlich nicht nach Plan. Ansonsten ist alles perfekt gelaufen. Lasst uns in das Nest zurückkehren. So, dann können wir jetzt hier mal kurz gucken. Gilde, Diebesgilde. Ich habe jetzt hier nichts, ne? Also, keine Punkte, dann sprechen wir mit ihm, schließen das mal kurz ab. Jeder Auftrag, bei dem man mit dem Leben davonkommt, ist ein guter Auftrag. Sind die Käufer noch da? Das Geschäft wurde abgeblasen, aber das ist kein Problem, Chef. Ich finde schon einen anderen Abnehmer für diese Waren. Farindar schafft das immer irgendwie. Und wir haben eine Tasche mit geschobenen Waren erhalten. Und 10 Punkte erhalten. Wir sehen es unten rechts, hätte ich auch gar nicht nachgucken müssen, dann... Mit diesen 10 Punkten können wir dann die Diebesgilde natürlich wunderbar leveln. Frisch gebackene Dieben, sehr schön. Wir haben allerdings auf jeden Fall noch eine Quest, nämlich die Hauptquest, die wir noch machen können.
Und ja, wir schauen noch mal ganz kurz in die Tasche mit geschobenen Waren rein. Und zwar haben wir einen Übungsschnitzstab bekommen und eine Garnspule. Das sind in der Tat geschobene Sachen. Ich weiß gar nicht, worunter ich das jetzt gerade sehen kann. Kann ich es hier sehen? Nee, unter Verschiedenes, ne? Es sind auf jeden Fall nur so Sachen, die man hier unten, Sachen, die man verkaufen kann. Geht unter Beute, braucht ihr nicht aufzubewahren oder so. Einfach weg damit und ihr bekommt wieder ein bisschen Geld. Ja, mehr können wir jetzt heute nicht machen, aber die Folge war eh schon lang genug. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht's dann mit der Hauptquest weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Eine Blick kostet nicht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.